Das Gemeindebrauhaus Jena-Prießnitz öffnete am Sonntag zum Tag des offenen Denkmals seine Türen. Jede Menge Besucher nutzten die seltene Chance, sich über die Geschichte und traditionelle Brauweise des Hauses zu informieren und natürlich das dort gebraute Bier, das Ur-Prießnitzer, zu verkosten. Circa 1820 wurde das Brauhaus von der Gemeinde Jena-Prießnitz erbaut und diente bis 1935 als Gemeindebrauhaus. Das heißt, jeder Hof hatte Braurechte und konnte hier brauen, damals noch obergäriges Bier. Ab circa 1980 verfiel das Haus langsam. Im Jahr 2003 hat sich der Brau- und Heimatverein Jena-Prießnitz gegründet und in 4 Jahren das alte Brauhaus wieder aufgebaut. Seit 2007 brauen Friedhoff Dossin und seine Kollegen hier wieder Bier nach herkömmlicher, traditioneller Art. Das Brauhaus von Jena-Prießnitz stand schon früher auf der Denkmalliste und war aber eigentlich vergessen worden. Erst durch die Gründung des Brau- und Heimatvereines ist es wieder, und durch viel Initiative ist es wieder zum Denkmal erweckt worden. Also wir treffen uns fast jeden Montag in der Sommerzeit, also in der guten Jahreszeit hier oben, und dann werden die Arbeiten erledigt, die außerhalb des Brauens notwendig sind. Also wir machen ganz, ganz viel sauber hier oben. Das gehört einfach zum Brauen dazu. Die Außenanlagen werden gepflegt und kleinere Reparaturen durchgeführt. Also es ist eigentlich immer was zu tun. 4-mal im Jahr können Besucher dem traditionellen Brauen zusehen. In dem Braukessel, auch Würzpfanne genannt, wird zuerst Wasser auf 70 Grad erhitzt. Im Maischebottich wird dem Wasser dann Malz zugegeben und gerührt, das heißt eingemeischt, bis die Verzuckerung einsetzt. Die entstandene Würze wird wiederum in die Würzpfanne gepumpt und circa 3 Stunden gekocht. Währenddessen wird Hopfen zugegeben. Danach wird die Würze auf das Kühlschiff gepumpt und bleibt dort für eine Nacht stehen. Dabei setzen sich Eiweißstoffe ab. Im Gärkessel wird daraufhin Hefe zugegeben. Nach rund einer Woche wird das untergärige Bier in Fässer abgefüllt und nach 4 Wochen kann das Ur-Prießnitzer ausgeschenkt werden. Das Ur-Prießnitzer hat einen ganz besonderen Geschmack, es kommt aber an ein gutes Bockbier ran. Hat einen Alkoholgehalt von ungefähr 6,4%. Wollen auch Sie dem Brau- und Heimatverein beim Bierherstellen einmal über die Schulter schauen? Der nächste Brautermin ist der 23. Oktober. Gegen eine kleine Spende können Sie sich dann das Ur-Prießnitzer schmecken lassen. Gut, ja, gut, ja, gut, ja. Jetzt hat's geklappt.